Also unsere Schule ist aufgeteilt auf zwei Orte und drei Standorte. Wir haben in jedem der drei Lehrerzimmer ein DSB mit Touchfunktion stehen und haben dann jeweils in den Fluren für die Schüler DSBs installiert. Hier in Lüdinghausen drei auf den Fluren und in Dülmen an den Nebenstellen jeweils ein Gerät. Also wir exportieren die Daten vom Vertretungsplan tagesaktuell, aber auch schon perspektivisch dann für die nächsten Tage. Aktuelle Schulnews wie Klassenfahrten oder Exkursionen werden transportiert. Weitere Neuigkeiten, die so die Schulgemeinschaft interessieren. Weitere Terminvorgaben halt. Und wir exportieren die Daten über DSB Sync, auch über die Touchfunktion und über die App. Wir benötigten halt eine gewisse Zeit, das Ganze in den Alltag zu integrieren. Gerade über diese Größe der Schule verteilt war es uns wichtig, auch an allen Standorten gleichzeitig die Information präsent zu haben und alle Kollegen auch entsprechend zu informieren. Und da bot halt das DSB entsprechende Vorteile für uns im Alltag.